Willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Revelations und wir sind auf dem Weg, um Sophia Sator aus den Fängen von Prinz Ahmed zu befreien. Wie uns das so gelingen wird, das werden wir sehen. Ich weiß nicht, sind sie das hier, unsere Feinde? Wo ist sie? Ich bewundere euch, Ezio. Aber euer Blutdurst macht es schwer, euch Freund zu heißen. Blutdurst? Ein befremdlicher Vorwurf von dem Mann, der seinen eigenen Neffen angreifen ließ. Er sollte entführt werden, Ezio. Nicht getötet. Ah ja. Entführt von den Byzantinern, damit sein Onkel ihn retten und als Held dastehen kann. Mehr oder weniger. Jetzt die Schlüssel. Hätt's wohl gerne, mein Freund. Erst das Mädchen. Sie gehört euch. Sophia! Was Seht zur Hölle? Männer zurück. Sie gehört euch. Ist das so, mein Freund? Wir haben 2 Minuten Zeit. Ab geht die Post. Wir müssen Sophia retten. Hopp, Ezio. Schneller, mein Freund. Wir sind schon schneller auf den Turm gekommen. Als das hier. Du schaffst das schon. Schließlich wollen wir nicht, dass Sophia Schaden nimmt. Zumindest nicht durch unser Vergehen. Hopp, hopp, Ezio. Ein bisschen schneller. Hopp, 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 hopp. Alles gut, ich bin gleich da, Sophia. Nicht mehr lang. Lass sie los, du Halunke. Wehe, wehe, du wirfst sie runter. Okay, okay. Wo bist du hin? Runter da, Ezio. Nimm den Fallschirm. Wo ist sie? Irgendwo da unten an dem Baum. Lasst mich in Ruhe, ihr Verbrecher. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Entschuldigung. Jetzt bin ich auch noch auf ihr draufgesprungen. Entschuldigung, die Szene ist sehr dramatisch. Nein, nicht verletzt, aber sehr konfus. Ich wollte euch nicht da reinziehen, es tut mir leid. Ihr seid nicht verantwortlich für die Taten anderer Männer. All dies wird bald vorbei sein, aber ich muss zurückholen, was sie mir nahmen. Ich verstehe nicht, was hier passiert, Ezio. Wer sind diese Männer? Rennt! Okay, das heißt, es gibt wieder eine dramatische Kutschenfahrt. Na dann mal los. Hoppa! Oh, ich hasse diese Kutschenfahrten. Oh, ich habe mal die volle Synchronisation erreicht. Oh mein Gott, was ist passiert? Ach, schön. Ende der Straße. Ahmed verlässt die Stadt mit den 5 Masyaf-Schlüsseln. Fangen Sie ihn, bevor er entkommt. 20 Wachen eliminieren. Bestimmt. Bestimmt. Fast geschafft. Durchhalten. Muss ich jetzt selber lenken? Ihr kommt, ich glaube nicht. Verabschieden. Ah ja, dramatische Kutschenfahrt. Oh, unsere Kutsche. Oh shit. Okay. Rüber da mit dir. Ab über die Steine. Und du auch.
Sehr gut. Da gibt es wieder Steine. Sehr gut. Lauf. Lauf, Pferdchen. Schneller, schneller, schneller. Checkpoint schon mal erreicht. Auch wenn unsere Kutsche recht kaputt aussieht. Oh nein, Sophia. Halt durch, Sophia. Passt auf. Hoppala. Ezio. Und Fallschirm. Alles klar. Hilfe. Seid ihr verletzt, Sophia? Ich glaube nicht. Bleib stark. Natürlich. Das heißt, ich muss jetzt durch diese Häuser hier manövrieren. Das kann ja was werden. Sophia. Oh nein. Sophia. Alles wird gut. Hauptsache du... Oh, diese Wände. Oh mein Gott, was macht die Frau? Aua! Verbelle, mir geht es gut. Ja, schön, dass es dir gut geht. Ich sehe sie. Komm her, mein Freund. Und der nächste. Zwei auf einen Schlag. Nicht daneben gesprungen. Jetzt aber, habe ich dich. Und der nächste, bitte. Komm her. Fast. Sophia, nicht schon wieder. Frau, was machst du? Ezio, nimm mal ein bisschen Medizin. Jetzt bin ich hier gerade auf die falsche Taste gekommen. Sophia, ihr müsst aufpassen. Ich weiß, ich weiß. Oh, nein, 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 nein. Seid bereit, Sophia. Mehr Soldaten. Hab ich dich. Und der nächste, bitte. Hab ich dich. Da sind noch mehr. Jawohl, Ezio. Oh, den habe ich daneben geworfen. Schade aber auch. Schade aber auch. Lass Sophia in Ruhe, du Verbrecher. Ah, den habe ich nicht mehr gekriegt. Okay, wohin jetzt? Also das macht wiederum Spaß. Da ist Ahmed. Hab ich dich. Ja, ich bin dabei, Sophia. Ich bin dabei. Oh, 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 schon wieder. Schon wieder. Wende. Ah, daneben. Daneben. Das ist gar nicht mal so einfach hier. Aber es macht trotzdem irgendwie Spaß und kriegen wir den. Jawohl. Ab mit hier. Oh nein, die Bäume. Aua. Nimm mal Medizin, Ezio, bevor du mir hier stirbst. Weil Sophia schon wieder kreuz und quer durch die Stadt fährt. Was tut ihr denn? Okay, gegenlenken, gegenlenken, gegenlenken. Oh, 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 das tut weh. Das hat weh getan. Das hat weh getan, Sophia. Und wieder der Baum. Nein, nein, dieses Mal ist es die Häuserwand. Aua, verdammt, aua. Oh je. Platz machen. Platz machen, ja. Was meinst du? Was soll ich denn machen hier? Sophia. Aua. Oh, ist das dramatisch. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Das tut weh. Achtung, das tat weh. Das tat auch weh. Das tat sowieso weh. Ach du Schande, nee. Hab ich dich. Und der nächste, bitte. Komm schon. Komm schon, Sophia. Da war jetzt, weil ich zu oft die eine Taste benutzt habe, ein leider Runtersetzen des Spiels. Ich hoffe, das passiert mir nicht allzu oft. Eine kleine Spieleunterbrechung. Wenn das alles auf dem Dings mit drauf ist, dann wird es natürlich von mir rausgeschnitten. Komm her, mein Freund. Das hat weh. Zack. Lass Sophia in Ruhe. Lass Sophia in Ruhe. Den habe ich ganz weit weggeschmissen. Komm her, mein Freund. Du bist der Nächste. Oh, Sophia geht es gar nicht gut. Sophia geht es gar nicht gut. Zack. Getroffen. Ich sehe kaum was. Sophia, geht es hier noch gut? Dramatisch, sage ich nur. Dramatisch. Ezio, seht!
Du warst lange genug ein Dorn in meinem Fleisch, Assassine. Okay, das wow. war's mit unserer Kutsche. Ezio, mir geht's gut. Und hoppa. Okay, das macht er jetzt alles von alleine. Das ist schön. Ach du Schande. Checkpoint erreicht. Gegen Ahmed kämpfen. Jetzt ich, mein Freund. Jetzt komm her. Komm her. Zack. Na, was hältst du davon? Geht doch. Haben wir noch einen Fallschirm? Ja, haben wir. Sehr schön. Halt dich ruhig mal fest, mein Freund. Wir fliegen jetzt beide in den Sonnenuntergang. Wahrscheinlich verkenne ich die Dramatik dieses Spiels. Aua. Ich glaube, mir wird auch jeder einzelne Knochen wehtun. Und was nun, Ezio? Wie wird das enden? Diese Frage stelle ich mir auch. Oh Mann. Wir werden jetzt hoffentlich nicht gegen alle da kämpfen müssen, oder? Halt! Soldaten! Selim ist nicht euer Meister! Ihr dient dem Sultan! Ihr untersteht nur seinem Befehl! Wo ist er? Wo ist unser Sultan? Er steht vor dir, Bruder. Vater hat sich entschieden. Selim? Halt! Bitte! Wow, ein sehr harter Mann. Der neue Sultan. So, ihr seid der Assassine. Ezio Auditore. Ich bin Selim, Sülemans Vater. Er spricht sehr gut über euch. Er ist ein bemerkenswerter Junge mit einem wachen Verstand. Hätte er nicht für euch gesprochen, hätte ich euch stehenden Fußes töten lassen. Verlasst diesen Ort und kommt nicht zurück. Oh, 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 oh. Ihr habt das Richtige getan, Ezio. Das ist nicht euer Kampf. Doch wo endet der eine? Wo fängt der nächste an? Das war also Prinz Sülemans Vater. Interessant. Ja, gut. Warum sollte es am Ende anders sein als am Anfang? Und ich 100% oder volle Synchronisation erhalten. Nicht so schlimm. Bill, gut dich zu sehen. Hör mal, hier wartet ein Zollbeamter, der mit allen sprechen will. Ich hoffe, du hast was für uns. Natürlich. Reisepässe und Papiere für alle. Ah, brillant. Also ich bin jetzt Neurochirurg. Na fein. Ihr seid ein Ärzteteam von SUNY Upstate und kommt gerade mit eurem Patienten aus Rom zurück. Experimentelle Gentherapie. Gute Arbeit. Bringen wir es hinter uns. Warte, hey, das ist verrückt. Was denn? Ich weiß nicht, aber Desmonds Hirn flackert wie eine matte Ladykracher. Oh Gott, die Animus-Insel zerbricht gerade in tausend Teile. Hier kommt es. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist das Ende, Desmond. Wir werden gelöscht. Was machst du denn? Ein Mensch ist nur die Summe seiner Erinnerungen. Wir sind die Geschichten, die wir leben, die wir uns selbst erzählen. Tu das nicht. Ich rette dich, du Idiot. Geh! Oh Mann.
Oh Mann. Das war wohl eine Abschiedsumarmung, hä? Ich schreibe diese Zeilen mit fester Hand und erleichtertem Herzen. Wir sind nun in Akkon, Sophia und ich. Mit 5 Masyaf-Schlüsseln in unserem Besitz und aller Zeit der Welt. Sophia ist eine weitgereiste Frau und eine angenehme Begleiterin, so weit weg von daheim. Morgen werden wir nach Masyaf aufbrechen und, dort angekommen, Altairs Bibliothek betreten, um Vaters unerfüllten Traum zu verwirklichen. Verzeih, dass ich mich so kurz fasse, liebste Schwester. Doch es ist spät und wir sind müde. Mit etwas Glück kann ich dir meine nächste Nachricht schon wieder persönlich überbringen. Con affetto, Ezio. Und da sind wir wieder bei Ezio angekommen. Nach Akkon ist er also gereist, zusammen mit Sophia. Aber das ist nicht Akkon. Das ist Masyaf. Eine Heimkehr. Ezio und Sophia sind nach mehrwöchiger Reise in Masyaf eingetroffen. Es ist Zeit, die Bibliothek zu öffnen. Auf geht's. Hier drüben. Natürlich. Oh, dieser Anstieg. E così bello qui. Und hier ist der Ursprung eures Ordens? Er wurde vor Jahrtausenden gegründet, aber hier wiedergeboren. Von dem Mann, den ihr erwähntet? Altair? Altair ibn La'ahad. Er machte uns groß, dann ließ er uns frei. Er erkannte den Unsinn einer solchen Burg. Sie wurde zum Symbol für Arroganz und Wegweiser für all unsere Feinde. Und diese finsteren Kapuzenmäntel? War das etwa auch seine Idee? Ihr erwähntet vorhin ein Credo. Wie lautet es? Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das scheint mir eher zynisch. Stimmt, wenn es ein Dogma wäre. Doch es ist eher eine Beobachtung, wie die Wirklichkeit ist. Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt. Und dass wir die Hüter unserer eigenen Kultur sein müssen. Wer sagt, dass alles erlaubt ist, hat verstanden, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind und mit ihren Konsequenzen leben müssen. Seien sie ruhmreich oder tragisch. Bereut ihr eure Entscheidung, als Assassine zu leben für so lange Zeit? Ich erinnere mich nicht an diese Entscheidung. Kommt, dieses Beeilung! Leben, es wählte mich. Seit 3 Jahrzehnten habe ich dem Andenken meines Vaters und meiner Brüder gedient. Und für jene gekämpft, die unter dem Joch des Unrechts gelitten haben. Ich bereue diese Jahre nicht. Aber es ist Zeit, mein eigenes Leben zu führen. Sie zu vergessen. Und all dies loszulassen. Was das? Na dann. Ich glaube, Sophia ist selber sehr gespannt, was sie in dieser Bibliothek erwarten wird. Dann lasst los. Ihr werdet nicht tief fallen. Okay, Sophia, alles, was du meinst. Nun denn, und da stehen wir wieder. Vor der Tür, vor der wir schon ganz am Anfang standen. Ohne die Schlüssel. Aber diesmal haben wir 5 Schlüssel dabei. Das Ende der Straße. Okay, dann schauen wir uns das doch mal genauer an. Was hofft ihr, hinter dieser Tür zu finden? Tipp F1. Hauptsächlich. Altair war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Ort als Archiv für seine Weisheit. Er sah viele Dinge in seinem Leben und lüftete Geheimnisse, beunruhigende wie verstörende. Wissen, das geringere Männer verzweifeln ließe. Besorgt euch das? Sophia,
Ihr solltet doch wissen, dass ich kein geringerer Mann bin. Darf ich jetzt auch... Ezio. Darf ich jetzt auch wieder was sagen? Enter, auswählen, platzieren, Steuerung nach links drehen, Leertaste nach rechts drehen, entfernen, den Adlersinn und das Ganze zurück, bla bla bla. Wir drücken mal F1, weil das ist ja das, was sie von uns möchte. Hat Altair Hinweise hinterlassen? Vielleicht etwas, was nur jene mit geschärften Sinnen sehen können? Du meinst das Adlerauge, ja? Dann schauen wir uns das doch mal genauer an. Ich muss jetzt die Teile auswählen und sie setzen. Aber das passt hier schon mal nicht hin. Vielleicht hier. So schaut das doch ganz gut aus. Und das machen wir jetzt mit allen 5 Teilen. Mit allen 5 Schlüsseln. Schau mal einer an. Das passt. Und das passt auch. Oh, wir sollten vielleicht die Maus drauf lassen und dann drehen. Das ist ein Dreier. Guck an, der passt von an. Nee, um Gottes Willen, der gehört da gar nicht hin. So weit kommt's noch. Geht doch. Und der letzte Schlüssel. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ihr kommt da hoffentlich lebend wieder raus. Das plane ich. Ich befürchte, dieses Video wird auch Überlänge haben, weil das ist jetzt schon das Ende von Assassin's Creed Revelations. Lange habt ihr es ersehen, vor allen Dingen, um meinen Gelaber wahrscheinlich nicht mehr euch hingeben zu müssen, meinem, ja, hin und wieder doch sehr chaotischen Folgen. Aber ich verspreche euch, so wird es weiterhin bleiben in nahezu jedem meiner Let's Plays. Oh, das sieht aber alles ein bisschen düster und komisch hier aus. Allzu viele Bücher sind auch nicht hier drin in dieser Bibliothek. Aber dafür... Keine Bücher. Kein Wissen. Nur du, fratello mio. Requiescat in pace, Altair. So ist es. Ruhe in Frieden, Altair. Ab geht es in eine weitere Erinnerung von unserem Mentor. Bist du fertig mit meinen Büchern? Ja. Einige gaben wir dem Polus. Der Rest kommt mit mir nach Alexandria. Gut. Sehr gut. Vater, das verstehe ich nicht. Warum eine Bibliothek erbauen, wenn ihr nicht vorhabt, dort eure Bücher... Du musst gehen. Wenn die Mongolen kommen, muss Masyaf leer sein. Verstehe. Das ist gar keine Bibliothek. Es ist eine Gruft. Sie muss versteckt bleiben darin. Fern von gierigen Fingern. Zumindest bis sie ihr Geheimnis weitergegeben hat. Ein Geheimnis? Geh, Sohn. Geh zu deiner Familie. Und lebe glücklich. Alles, was gut an mir ist, begann mit euch, Vater. Das ist eine Liebesbekundung an den eigenen Vater. In der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Was sagt es dir denn? Was kannst du sehen? Seltsame Visionen und Nachrichten von jenen, die vor uns leben. Von ihrem Aufstieg und Absturz. Aber was geschieht mit uns, Altair? Mit unserer Familie? Was sagt der Apfel? Wer waren die, die vor uns lebten? Was brachte sie her? Und wann war das? Befrei dich von dem Ding!
Es ist meine Pflicht, Maria. Maria? Wo bist du? Wo ist sie? Tot, Vater. Erinnert ihr euch nicht? Sie ist tot. Tja. Wenn man dich fragt, sag, dass ich den Apfel verschickte. Sag ihnen, dass er in Zypern ist oder in Zipango. Oder dass ich ihn im Meer versenkte. Sag, was nötig ist, um die Leute von hier fernzuhalten. Der Apfel darf nicht gefunden werden, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Was auch immer der richtige Zeitpunkt ist, mein Freund. Vielleicht werden wir es ja bald erfahren. Auf jeden Fall eine wunderbare Endsequenz. Altair, der Adler, geht von uns. Ein alter, kranker Mann, der sich zu seiner letzten Ruhe auf den Stuhl bettet, um viele Jahrhunderte später von Ezio gefunden zu werden. Sehr viel hast du über die alte Zivilisation herausgefunden und sehr viel an alle weitergegeben. Was für eine geile Endszene. Sehr gut gemacht. Kann ich nur sagen, sehr gut gemacht, Ubisoft. Altairs Edenapfel aufspüren. Ja, wir wissen ja, wo er ihn hingesteckt hat. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Noch ein Artefakt? Nein. Du bleibst schön da. Ich habe genug für ein Leben gesehen. Desmond? Spricht er mit mir? Ich hörte deinen Namen bereits, Desmond. Vor langer Zeit. Und nun haftet er in meinen Gedanken, wie ein Bild aus einem alten Traum. Ich weiß nicht, wo du bist, oder wie du es schaffst, mich zu hören. Aber ich weiß, dass du zuhörst. Ich lebte mein Leben so gut ich es vermochte, ohne den Zweck zu kennen. Doch getrieben wie eine Motte zum Mondlicht. Und hier endlich entdecke ich die Wahrheit. Dass ich nur der Überbringer einer Nachricht bin, die sich meinem Verstand entzieht. Wer sind wir, die wir so gesegnet sind, diese gemeinsame Geschichte zu teilen? Über Jahrhunderte hinweg. Vielleicht wirst du die Fragen beantworten, die ich stellte. Vielleicht bist du der eine, der allem Leid doch noch einen Sinn gibt am Ende. Jetzt. Höre. Kannst du mich hören, Cipher? Kannst du mich sehen? Ah, da bist du ja. Gut. Ein seltsamer Ort, dieser Nexus der Zeit. Ich bin nicht gewöhnt an Berechnungen. Das war immer Minervas Domäne. Ich sehe, dass du noch viele Fragen hast. Wer waren wir? Was wurde aus uns? Was wünschen wir von dir? Du wirst Antworten bekommen. Hör nur zu und ich sage dir wie.
Vor dem Ende und danach versuchten wir, die Welt zu retten. Wir bauten Gewölbe, um darin zu arbeiten, jedes einer anderen Methode der Rettung gewidmet. Errichtet im Untergrund, um dem Krieg über uns auszuweichen. Aber auch als Vorsorge sollten unsere Bemühungen scheitern. Das Wissen jeder Gruft wurde an einen einzelnen Ort übermittelt. Unsere Pflicht, meine, Minervas und Junos, war es, das Gesammelte zu sortieren und zu sichten. Wir wählten nur die aussichtsreichsten Lösungen und widmeten uns dem Test ihres Wertes. Wir versuchten 6 hintereinander, jede vielversprechender als die davor. Keine funktionierte. Und dann endete die Welt. Bebte für Tage. Die Feuer brannten wochenlang, und als die Asche sich gesetzt hatte, lebten weniger als 10.000 deiner Art und viel weniger von uns. Aber wir machten weiter, gemeinsam, um aufzubauen, zu erneuern. Höre, du musst dorthin, zu dem Ort, wo wir arbeiteten und scheiterten. Nimm meine Worte. Leite sie von deinem Kopf in deine Hände. Das wird den Weg öffnen können. Doch sei gewarnt, vieles ist noch immer im Fluss. Und ich weiß nicht, wie alles enden wird. Weder in deiner Zeit noch in meiner. Wartet! Seine Werte stabilisieren sich. Etwas passiert. Er bewegt sich. Desmond, kannst du mich hören? Sohn? Ich weiß, was wir tun müssen. Und das war's. Das Ende von
Assassin's Creed Revelations. Jetzt bleibt es nur noch, die Credits durchlaufen zu lassen. Das werde ich auch tun. Natürlich bleibt es euch erübrigt, ob ihr überhaupt die Credits durchsehen möchtet, ob ihr das Lied so ein bisschen genießen möchtet. Viel bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer dass ich das Spiel natürlich tatsächlich genossen habe. Auch wenn ich hier und da doch mich übermannen lassen habe und ein bisschen geflucht habe, aber ich glaube, das gehört einfach in jedes gute Spiel mit hinein. Nichtsdestotrotz eins der besseren Assassin's Creed Spiele. Ich glaube, jetzt habe ich sie zum größten Teil, zumindest das, was ich spielen möchte oder Let's Playen möchte, durchgespielt. Verbleibt eigentlich nur noch Teil 3. Weil letzten Endes ist Revelations und auch Brotherhood, das baut ja auf Teil 2 einfach alles nur auf und es macht trotzdem viel Spaß. Und Teil 3 kam ja, wenn ich mich richtig erinnere, Ende 2012 heraus. Und ich habe mir das damals auch, glaube ich, 2012 direkt gekauft oder habe ich es mir schenken lassen. Ich kann es euch nicht mehr genau sagen. Jedenfalls, zu diesem Spiel gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Außer, dass es eigentlich recht gut ist. Ich habe jetzt lange nicht alles gespielt, was in Revelations vorkommt, gespielt. Da fehlen jetzt natürlich noch diese ganzen Nebenmissionen, die Diebesmissionen. Ich habe lediglich die Roma-Missionen habe ich gespielt. Insel wird rekonstruiert, schon klar. Habe lediglich tatsächlich die Roma-Missionen gespielt. Man kann da noch die Diebesmissionen spielen, um auch die Diebe vernünftig freizuschalten. Man kann natürlich, wie soll es auch anders sein, die Söldner-Missionen spielen, um auch die Söldner richtig freizuschalten. Und natürlich diese kleineren Nebenmissionen mit unseren Assassinen. Da habe ich ein paar angespielt, aber sie auch nicht bis zum Ende durchgezogen. Ich glaube, eine hatte ich bis zum Ende durchgezogen, aber da sind natürlich noch mehr. Und die zu spielen, das bleibt euch übrig. Und wie gesagt, wenn es unbedingt gewünscht wird, ich habe ja noch andere Spielstände, in denen ich das durchaus noch nachspielen kann. Und auch nachspielen würde, wenn es tatsächlich euer Wunsch ist. Ansonsten ist es das gewesen für mich mit Revelations. Was man auch noch machen kann, was ich versucht habe anzuspielen, aber das Spiel schmeißt mich immer wieder dabei raus. Und irgendwann habe ich es dann sein lassen, ist tatsächlich die Geschichte hinter der Geschichte. Nämlich die Geschichte um Desmond. Die kann man spielen, indem man Animus-Fragmente sammelt. Dafür sind sie überall in dieser Welt verteilt. Und wenn man 30 von diesen Animus-Fragmenten gesammelt hat, kann man in diese Säulen reingehen. In einer etwas abstrakten Welt, sag ich mal, wird einem dann geschildert, was Desmond dazu veranlasst hat, erstmals die Assassinen zu verlassen, dann sein eigenes Leben zu führen bis hin zu dem Tag, an dem er von den Templern gefangen genommen worden ist. Ja, das kann man machen. Wie gesagt, ich habe es versucht, bin immer wieder rausgeschmissen worden und irgendwann hatte ich dann letzten Endes irgendwie die Lust dran verloren. Aber ich kann euch sagen, es gibt einen Let's Player, der das alles gemacht hat. Es gibt sicherlich mehrere, aber einen kann ich euch ans Herz legen. Moti Games, der macht das richtig gut. Der hat alle Spiele von Assassin's Creed gespielt und Let's Played. Und das macht auch richtig Spaß, dem jungen Mann dabei zuzugucken. Der hat richtig viel Kenner auch von dem ganzen, von der ganzen Geschichte, hinter dem Assassin's Creed so steht. Ja, wie gesagt, wenn ihr diese Geschichte einfach wissen wollt, dann kann ich euch Moti Games einfach nur empfehlen. Schaut da rein. Der macht das richtig gut. Und
Er weiß wahrscheinlich auch gar nicht, dass ich von ihm jetzt hier in diesem Let's Play rede. Von daher nicht, dass ihr meint, ich würde jetzt hier grundsätzlich Werbung für andere Let's Player machen. Das ist gar nicht so meins. Aber ihn finde ich nun wirklich ganz prächtig und er macht das auch wirklich gut. Ja, es gibt noch einen Abschnitt, den kann man sich dazu kaufen. Auch so diesem abstrakten Bereich entsprechend. Da erfährt man die Geschichte von Clay Kaczmarek. Leider muss man das kaufen. Es führt keinen Weg dran vorbei. Also das könnt ihr auch nicht mit dieser U-Aktion herunterladen. Also das, ich weiß gar nicht, ich glaube 7,50 Euro oder sowas kostet es. Und dann erfährt man auch die Geschichte von Clay Kaczmarek, was ja Subjekt 16 ist. Genauso eine abstrakte, abstruse Sache, aber auch gut dargestellt. So, und jetzt würde ich sagen, lasse ich einfach nur noch die Credits durchlaufen, bedanke mich natürlich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ich hoffe, wir hören uns oder sehen uns, mit sehen meine ich lesen, in einem weiteren Let's Play von mir. Bis hierher bedanke ich mich, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund und bis demnächst, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!